Hallöchen zusammen, der Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Leute, ich dachte, ich melde mich mal wieder. Ja, sind ja ein paar Monate ins Land gezogen. Sammeln tue ich immer noch. Ganz klar, hat sich nichts verändert. Das ist alles beim Alten. Und ich sammle auch noch Dragons-Figuren. Ganz klar. Ich wollte zwar nichts mehr hier auf dem Kanal mit Dragons bringen, aber die Nachfragen in den letzten Wochen waren also wirklich so massiv, dass ich dachte, okay, komm, hier, mach ein kurzes Update. Da breche ich mir keinen ab und es macht ja auch mal wieder Spaß. Ich bin jetzt hier wieder im Studio gesessen, die Lampen funktionieren, die Kamera funktioniert, es steht alles noch da, wo es stehen soll. Und ich sitze wieder hinter der Kamera, ne? Ich habe auch lange nicht mehr auf meinen Kanal geschaut und ich war wirklich, wirklich geflasht, wie viele Leute geschrieben haben. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich irgendein Mensch vermisst, ja? Also danke für die Nachfragen und ganz viele liebe Grüße an alle Abonnenten. Ja, denkt dran, um kein Video zu verpassen, abonniert den Kanal, drückt von mir aus auch das Glöckchen oben. Alles kostenlos und ihr kriegt immer Bescheid, wenn ich ein Video hochlade. Mal gucken, wer noch auf meinen Kanal kommt. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß mit dem Update hier. Ja, also geht's mal weiter hier mit Dragons. Es kommen natürlich auch nach und nach wieder andere Geschichten, ist ja klar. Aber wirklich so nach und nach. Ich habe mir die letzten Monate einfach mal Zeit genommen für meine Sammlung. Ihr wisst, ich bin extremer Sammler. Es ist wahnsinnig viel dazugekommen die letzten 10 Jahre. Und das gilt es halt einfach alles zu listen, zu ordnen, fotografieren, aufzuräumen, umzuräumen vor allem auch. Ihr wisst, ich habe immer noch keine neue Halle oder Möglichkeit, wo ich meine Figuren aufstellen kann. Und so ist alles sehr viel liegen geblieben und ich war überrascht, welche Figuren ich habe. Mittlerweile schon wieder fast vergessen, da in Kartons. Ich kann es ja nur in Kartons momentan aufbewahren. Und da kam halt wahnsinnig viel dazu und ich bin immer noch dabei. Ihr seht, ein Vierteljahr hat mir nicht gereicht, um in meine Sammlung klar Schiff zu bringen. Also da werden noch einige Wochen und Monate ins Land ziehen, bis ich das alles wieder komplett abgedatet habe. So viel ist es. Ja. Also ich spreche hier von, ich muss euch immer noch anlügen. Ich kann euch nicht sagen, sind es 15.000, sind es 20.000 Figuren insgesamt. Ich kann es euch nicht sagen. Letztendlich werde ich erst wissen, wenn ich alles komplett durchgecheckt habe. Gut, also das einfach mal kurz zu meinem Verschwinden die letzten Monate. Das hat einfach alles wahnsinnig viel Zeit beansprucht. Und ihr wisst es selber, man hat ja auch noch sowas wie ein Leben. Ja. Und von dem her blieb hier nicht mehr allzu viel Zeit, um Figuren vorzustellen. Denn ihr wisst, es ist immer ein Haufen Arbeit, hinzusitzen, ein Video zu machen. Dann müsst ihr es auch noch schneiden. Lasst uns hier loslegen. Ihr seht hier die neuen Basic Dragons zu Legends Evolved. Das sind die, die ich jetzt hier von dieser Serie habe. Diese Serie, warum? Man muss die Serie in ein paar Sparten aufteilen. Und zwar gibt es da, ich sage es in Englisch, weil wenn ihr sucht, müsst ihr es auch auf Englisch suchen. Denn ihr wisst, ihr kriegt die Figuren immer noch nicht in Deutschland. Ich meine, ihr kriegt es, claro, beim großen Online-Versandhaus. Aber für Preise vergesst es. Also ich kann euch gleich sagen, die Figuren, die ich hier habe, habe ich aus der Tschechei bekommen. Da kriegt ihr so eine Figur für 10 Euro. Plus Versand, ist auch nicht teuer. Und ihr kriegt es wenigstens, ja. Also auf jeden Fall billiger als hier über das deutsche Großversandhaus. Ihr müsst unterscheiden in Dragons with Armored Vikings. Ja, das sind die normalen Standarddrachen mit den Drachenreitern in Schuppenrüstungen. Dann haben wir hier die Basic Dragons. Dann gibt es die Deluxe Dragons, ne? Wisst ihr, Tagschatten und ohne Zahn mit diesen Stoffflügeln, wo es übrigens auch jetzt mittlerweile 2 Varianten gibt, sprich, es gibt auch noch mittlerweile welche, die die geheime Weltbemalung haben, auch über den Rücken drüber, nicht nur auf den Flügeln. Dann gibt es die Mini-Dragons, die neuen, die werde ich euch auch noch vorstellen. Es gibt natürlich die neuen Mystery-Dragons, habe ich auch ein paar da, aber durch Corona, ja, Spielzeugläden haben geschlossen. Sonst hätte ich es mittlerweile alles wahrscheinlich schon komplett zusammen. Ein paar kann ich euch aber zeigen. Und es gibt die neuen Dragons Egg Plush, also sprich die Plüschdrachen in den Eiern drin. Okay, also hier haben wir auf jeden Fall die Basic Dragons. 4 habe ich da. Nächste Woche müsste ich auch noch Fleischklops mit den ansteckbaren Teilen kriegen.
Und wenn ich Glück habe, kommt dann auch noch irgendwann der flüsternde Tod mit dazu. Ja, und das sind auch von diesen Basic Dragons alle, die es bisher zu kriegen gibt. 6 Stück insgesamt. Ja, und von diesen Drachen mit gerüsteten Reitern kriegt ihr momentan Hicks und ohne Zahn, Rotzbacke und Hakenzahn, Astrid, Sturmpfeil, Fischbein, Fleischklops, Taphnus mit Kotz und Wirk und Hicks mit Tagschatten. Die kriegt ihr nach wie vor, also bis zu diesem Moment hier, nur im Amiland. Noch nicht in Deutschland. Bin ich mal gespannt, ob die überhaupt zu uns rüberkommen. Ja, und durch dieses ganze Corona verschiebt sich natürlich alles nach hinten. Ihr wisst Bescheid. So, also die hier, seht ihr, habe ich zum Teil schon ausgepackt. Light Fury ist noch in der Verpackung drin. Ja, würde sagen, fahren wir doch einfach mal hier kurz mit ohne Zahn an. Dann wird das Video auch nicht allzu lang. Na dann, viel Spaß. So, und wie ihr sehen könnt, ist dieser ohne Zahn exakt genau die gleiche Figur, die ich bereits ausgepackt habe in diesen Standardfigurenverpackungen, die es schon gibt, nur halt dieses Mal mit der Erweiterung dieser Legends Features, die ihr hier seht, ist bei jedem Drachen anders. Und die Verpackung hier, wie schon gesagt, Light Fury, Tagschatten, auch noch in der OVP. Die Verpackungen sind alle exakt genau gleich. Hier halt unterschiedliche Namen, je nachdem, was für eine Figur ihr hier drin habt. Und hier Legends Evolved mit den entsprechenden Accessoires. Dann hier das Logo. Ja, seitlich entsprechend der Name des Drachen drauf. Hier genauso. Auf der Rückseite seht ihr dann nochmal eine Abbildung von der entsprechenden Figur, die ihr hier drin findet. Ne? Also ist bei allen exakt genau gleich. Das war es auch hier bei ohne Zahn. Die Figur haben wir schon in einem anderen Video besprochen. Die Details sind klasse. Ohne Zahn gefällt mir hier super gut, denn das Gesicht ist wirklich super schön getroffen. Tolle große Augen mit Lichtpunkt sogar drin. Mäulchen zu erkennen. Ihr könnt den Kopf hier auch drehen. Ja, das ist nett. Könnt ihr unterschiedliche Stellungen machen. Auch die Beine könnt ihr alle 4 bewegen. Großartige, unterschiedliche, ja, Posen kann man da nicht unbedingt machen. Ihr könnt halt so irgendwie fliegend oder liegend darstellen. Ansonsten, die Beine sind so gegossen, dass es eigentlich nur eine Stellung ermöglicht, nämlich eine auf allen 4 stehenden aufrechte Position. Ansonsten seht ihr, die Schuppen sind hier schön über den ganzen Körper verteilt. Das Köpfchen, wie schon gesagt, absolut nett gelungen. Auch die Schuppen auf dem Köpfchen. Cool gemacht. Hier natürlich leider Gottes wieder die Schrauben zu sehen. Spinmaster typisch. Auch hier dieses Gelenk überdeutlich. Auch Schuppen auf der Unterseite zu sehen. Schwänzchen leicht gebogen. Das könnt ihr zwar bewegen, aber es geht immer wieder in die ursprüngliche Stellung zurück. Da halt aus einem weichen Plastik gegossen. Die Flügelchen auch nicht übermäßig groß. Mit einem leichten Muster. Ihr seht hier sogar sowas wie ein Fleck. Kann man das erkennen? Sieht man das? Hier ist wie so ein, keine Ahnung, sieht aus wie ein Ölfleck oder sowas. Aber das ist tatsächlich im Guss so drin. Warum auch immer. Hier sieht man das stellenweise auch ein bisschen. Man denkt, die Figur schwitzt, tut sie aber tatsächlich nicht, Gott sei Dank. Also sprich, der Weichmacher verflüchtigt sich hier nicht. Wirkt halt alles ein bisschen billig. Darum sage ich, gebe um Himmels Willen nicht so viel Geld dafür aus. Ja? Ansonsten, ohne Zahn hat eine wirklich sehr, sehr nette Größe. Wenn er steht, ich messe es nochmal nach, haben wir hier eine Länge von gut 20 cm und wenn ich die Flügelchen aufrecht nach oben stelle, komme ich hier auch auf eine Höhe von 15,5 cm in etwa. Flügelspanne haben wir hier auch und zwar komme ich hier auf gut 26,5, knapp 27 cm. Das ist doch cool. Also eine schöne große ohne Zahnfigur. Übrigens, wenn ich ohne Zahn einfach nur so aufstelle, ohne dass die Flügel nach oben gehen, habe ich hier eine Höhe von circa, ja, 7,5 cm. So, das einfach zur ohne Zahnfigur. Wie schon gesagt, findet ihr in einem anderen Video nochmal ausführlich von mir reviewed. Details sind exakt genau gleich, also keine andere Figur. Spinmaster spart da an allen Ecken und Enden. Jetzt kommen wir zu diesem Zusatzfeature. Das Teil hier ist tatsächlich aus einem ganz weichen Plastik, um nicht sogar zu sagen aus Gummi gegossen. Ja, weiches Plastik oder ein härteres Gummi, je nachdem. Ist transparent. Das Blau gefällt mir super gut.
Und hier habe ich sogar noch mein Taschenlämpchen. Jubel, und es leuchtet noch super. Da seht ihr die Transparenz von dem Ganzen. Ja, also nett, auf das Blau war es wirklich zu gefallen. Tolles Blau, fällt mir super gut. Ja, und das Ganze ist so gemacht, ja, wie so eine Art Aufsteck, Aufklipsteil. Und ihr seht, die Stacheln sind hier auch in zwei Reihen angeordnet. Sprich, wir haben hier den Alpha-Modus. Wenn wir hier die Stacheln von ohne Zahn anschauen, haben wir hier nur eine Reihe. Ja, und hier haben sie zwei draus gemacht, indem sie es einfach ein bisschen mehr auseinandergestellt haben. Auch hier erkennt man ein paar Schuppen. Das finde ich, haben sie nett gemacht. Und diese Teile hier an der Seite dienen dazu, dass das Teil auch richtig an ohne Zahn aufsitzt, dass es also nicht gleich wieder verliert, wenn ihr damit ein bisschen Action macht. Wir finden hier übrigens auch das Copyright von 2020, also wurde ganz neu gemacht. Und ihr seht, hier hat es auch Platz für die Rückenstacheln von ohne Zahn. Das werde ich ihm jetzt gleich mal hier aufstecken. Das ganze Ding geht nicht über den ganzen Rücken, nur ein Teil, und hat eine Länge von gerade mal 11 cm. Ne? Also so sieht das Ganze aus. Drum sage ich, also allzu viel würde ich nicht dafür bezahlen. Weil ihr kriegt eine Figur, die gibt's halt schon. Und letztendlich das kleine Ding hier, was ihr übrigens auch nicht einzeln kaufen könnt. Das ist als einziges noch mit dabei. Ja? Und es gibt in der anderen Serie mit den Standarddrachen und ihren Reitern in Schuppenrüstung für ohne Zahn zwei Teile für die Flügel jeweils anzustecken. Das ist im gleichen Blau, aber mit so Blitzen drauf verteilt. Ja? Sieht auch gut aus, aber die Figuren kriegt man hier wirklich noch nicht, nur in USA. Und wenn ich es mal günstig kriege, klar, werde ich mir das auf jeden Fall zulegen. Aber so für die Preise momentan, nein, danke. So, also dann stecke ich das ganze Ding hier mal auf. Also einfach draufsetzen, hier so einklipsen seitlich. Man muss ein bisschen spielen, bis es sitzt. Ne? Und ihr seht, hier greift es quasi unter dieses Flügelgelenk hier hinten noch hinter diese Steuerflosse. Auf dieser Seite müssen wir noch ein bisschen nachjustieren, nachdrücken, dass das hier drunter flutscht. So, und dann sitzt das Ganze auch schon. Ne? So sieht es aus. Unser ohne Zahn quasi im Alpha-Modus mit seinen aufgeklappten Rückenstacheln. Durch das Transparente schimmert das Dunkle unten noch ein bisschen durch. Schade, dass man dieses ganze Element nicht beleuchten kann. Wäre doch super, wenn da irgendwie so ganz dünne LEDs drin wären. Möglich wäre das auf jeden Fall. Und dann würde der echt toll wirken. So sticht es natürlich auch ein bisschen heraus durch dieses wirklich helle, transparente Blau. Das ist schon absolut okay. Aber das ist dann halt auch schon alles, ja. Und dafür quasi nochmal einen kompletten Preis zu bezahlen, nur für dieses kleine Stückchen hier oben, das finde ich halt auch schon krass, ne? Aber so sieht er aus, unser Oni, in der Legend Evolved Version. Legend Evolved heißt, ja, grob übersetzt, entwickelte Legende, also aus etwas entstehen, eine Weiterentwicklung, die nächste Stufe von ohne Zahn, sei es in der geheimen Welt oder bei School of Dragons heißen die Geschichten doch dann auch immer irgendwie Titandrache oder sowas, ne? Titanversion, keine Ahnung, was auch immer sich Spin Master dabei gedacht hat. Ja, auf jeden Fall sind es lizenzierte Figuren. Aber mehr Erklärung kriegst du ganz einfach nicht zu diesen Figuren, ne? Obwohl es hier auf der Rückseite ja immer noch massig Platz gehabt hätte, hier irgendwie noch einen kleinen netten Begleittext mit auf den Weg zu geben. Wisst ihr, was ich meine? Tja, naja. Okay, also, wie schon gesagt, hier unser ohne Zahn Legend Evolved. Ich habe es, wie schon gesagt, aus Tschechien bekommen, hier in Deutschland. Ja, über das große Online-Versandhaus viel zu teuer, wenn er mich fragt. Und nochmal, ihr bezahlt das ganze Geld nur für den kleinen Aufsatz letztendlich, ne? Da es die Figuren halt auch schon gibt. Mal gespannt, wie oft dieser ohne Zahn noch erscheint. Ist ja immer spannend. Okay, Leutchen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Da stelle ich euch eine der anderen Drachen von Legends Evolved vor. Dann kriegt ihr dazu auch wieder ein kleines Update. Wenn ihr Spaß dran habt, schaut gerne wieder rein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sage ciao, tschüsschen, winke, winke. Bis zum nächsten Mal. Euer Rupi. Yay!